Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier beim Jürgen. Und wir machen weiter mit der Folge, offiziellen Folge 1. Letztes Mal war ja nur das Tutorial. Das sieht doch herrlich aus. Aber dieser Landschaft sieht wirklich herrlich, wenn du da durch die Berge fährst, das ist absolut Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich habe ja, ich habe ja schon gespielt. Ich muss es ja ausprobieren. Habe ich einen Fehler gemacht? Guten Tag. Und zwar, was haben wir denn jetzt an Geld? Ne? Portemonnaie. Kompass, Portemonnaie. Das ist der, das ist der, das ist der. Okay. Die muss ich haben. Rangieren. Weil, ihr werdet es merken. Achso, Portemonnaie. Zahlen. Diese Lizenz erlaubt dir, Rangieraufträge anzunehmen. Dieses Be beinhalten das B Entladen in einem Bahnhof sowie das Abholen, Abstellen von Wagen in Abstellgleisen. Kosten, bla 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 bla, Zeitbonus, nein. Du musst die Lizenz nicht mitführen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo mein, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also, ich bin doof. Das heißt, jetzt können wir auch rangieren. Das sind die Roten. So. Rangieren. 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 Der Zug haben wir nicht. Güterzug. Dann hier hin. Güterzug. Den kriegen wir nicht. Der ist 900 Tonnen. Würde ich wahrscheinlich mit der Lok noch nicht mal anfahren können. Der ist auch zu schwer. Was ich jetzt schon. Rangieren. Der ist auch zu schwer. Das ist der einzige, den wir haben. So, und hier haben wir Leerzug. Der kann auch weg. Okay. Die Aufträge haben wir. Jetzt müssen wir bloß gucken. Tun wir jetzt einen nach dem anderen abarbeiten oder? Stahlwerk. Wo sind wir denn überhaupt? Sind wir denn da bei SM? Stahlwerk. Wir sind im Stahlwerk, ne? Wo ist mein... Ich lade Altmetall aus einem Zug und stelle ihn ab. Zuggewicht. Long 1. Kann ich nicht. Wetten wir? Da. Mir fehlt eine Lizenz. Abgelehnt. Zuglänge 1 fehlt mir. So, dann gucken wir mal, was die Zuglänge 1 kostet. Lizenz. Leerzug. 20.000, aber das sind lange Züge. So. Zuglänge 1 kostet 10.000. Können wir nehmen. Die habe ich. Ich habe nur noch 1.000. Können wir nicht nehmen. Na gut. Dann, was ist mit dem hier? Auch nicht.
Machen wir Auszuglänge 1. Ja. Was mal alles im Müll. So, was ist mit dir? Jawohl. So. Wir müssen abholen auf A6i. SN. I ist da. Ich muss mal den einschalten. So, da haben wir die Lok stehen. Das heißt, wir fahren hier raus. 1, 2, dritte Weiche. Wieder hier rein. Dahin. Okay. Weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ach, wir waren auf der anderen Seite irgendwo, ne? Da hinten. A3, 4. 6i ist, da sind die Wagen. So, guten Tag. Ich bin der Neue, ich komme jetzt öfters. So, Licht haben wir an. Deshalb blinkt das auch da oben. Das heißt, wir müssen fast komplett rausfahren. Okay, noch eine weiter. In dem Gleis müssen wir rein. Da stehen die. Habe ich noch ein Schürlicht an. So. Jetzt fange ich auch schon an. da muss ich hin. Weiß so rum. Bremse los. Gas geben. Weiche rum. Wir brauchen nicht zu rasen, also.
Okay. Auf. Drücken. Der Schlauch kommt da dran. Auf. Auf. Also muss ich rausgehen. So, jetzt wird gefüllt. Ach so, halt. So, an einem Wagen ist die Bremse. Müssen wir mal gucken, welcher. Hier nicht. Hier ist die Bremse. So, oh. Und noch mal nach dem Wagen. Fünf 92, so. So, entladen müssen wir A7L. Sieben L. Ja, raus und wieder zurück. Okay. Ach, das ist das ist hier. Hier müssen wir entladen. Oh, geht doch richtig hoch, wo das ziehen muss. Bremse ist aber los, ja. Sofort geht die Temperatur hoch. Wenn du über 400 bist hier im Zeiger, da geht sofort die Temperatur hoch. Man sieht, das ist schwer. Oder daran sieht man jetzt, dass es auch schwer ist, weil du unheimlich Kraft brauchst beim Anfahren. Hier glaube ich nicht entladen. Nee, hier ist irgendwas anderes. Oh, hier fahren wir jetzt raus. Dann fahren wir hier rein. Ja, 7L. A7L. Nö. A7L. Hier beladen und entladen. Wasser. Ach, hier ist für Wasser. Hier ist Wasser. Oh. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Was haben wir hier? Kohle. Zurückwärts. Na gucken, vielleicht machen wir ja zwei Rangier Sachen.
Ist also die Scheibe so dreckig? Geht nicht. Na gut, lass mal. Vorsicht, die umkommt. Auch rausgucken. Irgendwie war das so. Genau. Muss ich bloß gucken, wo ich abladen muss. Hier wahrscheinlich. Ich gehe mal von aus, dass ich hier abladen muss. Dann gehen wir mal gucken, ne? Ob wir hier irgendwas haben. Ah, hier ist sogar ein Prellbock. Da ist der Automat. So, entladen, beladen. Haben wir entladen. Was kommt als nächstes? So. Abkuppeln. Entkuppeln Sie folgende Wagen. Das ist der 030 und der 592. 030 ist der hier. Der 592. Die zwei muss ich auf A4S. So, wo ist A4S? Das heißt, hier rausziehen, dann hier runterfahren. Ein von der Drehscheibe müssen wir rein. Also zweimal rechts da. Okay. Wo muss man den anderen hin? B7S. Dann schiebe ich den nämlich. Dann schieben wir den nämlich hoch. Achso. Dann tun wir. Den nämlich Richtung Drehscheibe schieben. Den einen Wagen. Und die anderen beiden schieben wir dann da rein. Und jetzt zeige ich euch mal was ganz Gemeines. Weil, wenn die Luftleitung von dem Wagen getrennt wird, dann geht sofort die Bremse rein. Der geht gar nicht mehr so hoch, weil die jetzt leichter sind. Jetzt habe ich aber den einen falsch. Ne?
Da hinten den. Okay. Der war falsch. Der war falsch. Wir müssen da rein. So. Der ist auf Abzweig. Okay. Nee, wir müssen erst geradeaus. Zeig euch warum. Ah, ja, das ist dieser Verführeffekt. Habe ich nicht aufgepasst. Okay, also nochmal. Hätte hier rumgemusst. Ja, das brauche ich gar nicht geben. So schnell müssen wir nicht. Hoffe, jetzt ist alles richtig. Genau, wir müssen jetzt gleich hier rein. Auf A3S, ne? A4S, das ist der. Hier müssen wir hin. Dann stimmt die Weiche. Wenn ich gleich losfahre, geht der automatisch auseinander und hier geht die Luft raus. Das heißt, hier ist dann die Bremse drauf. So hoffe ich. Wirklich A4S? Okay, gut. Dann muss das ja stimmen, ne? Die richtige Weiche? Muss ja schon. Ja, ist eine Heidenarbeit. Hin und her und her und hin und hin und her und her und hin. Und wenn ich jetzt geguckt hätte, wo der andere, wenn wir Pech haben, kommt der Wagen nämlich da drüben aufs Nebengleis.
Ist hinter dem Schild, muss ich. So, und wenn man sie abstellt, immer die Handbremse anziehen. So, jetzt holen wir uns den anderen Wagen wieder. Gucken wir aber erstmal, wo der hinkommt. B7S. B7S ist, jetzt sind wir auf A7S, ne? Nein, wir sind auf A4S. War das denn richtig? A4S. B ist da oben. Das heißt, wir müssen komplett rauswagen fahren mit dem Wagen. Okay, ja gut. B ist auf der anderen Seite. Jetzt nochmal da eben anhängen. Dann müssen wir rüberfahren nach B. Dürfte auch nicht wegrollen. Wie Bremse drauf ist. Ah, bücken. Pass noch auf. Jetzt kriegt er wieder Luft. Okay. B. Und da müssen wir dann hin. B. 7S ist hier. Wir kommen von. Südwesten. Nordosten. Wir kommen von Nordosten. Also von hier. Hier muss ich mir angucken.
Muss ich mir angucken. Müssen wir uns dann mal angucken. Da hinten irgendwo. Schauen wir mal. Da müssen wir erstmal hin. Da muss ich gucken. Ich habe das mal gemacht. Habe ich nicht gebremst, sondern habe einfach gegen, also umgestellt, dann Gas gegeben. Meine Motor um. Mir gleich was um die Ohren geflogen. Da, pam, voller Funken, alles und naja, dann war vorbei. So gut, jetzt müssen wir da einmal rum. Nicht so schnell fahren. Da kommen wir jetzt von Nordosten unten. Die 7S ist das zweite Gleis. B7S, ja. B7S. Halt, 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 halt. Muss mal eben gucken, wo B7S ist. B40, B60, B7S ist hier. Hier ran. Die ist richtig. Die ist falsch. Die ist auch richtig. Und schon sind wir über eine halbe Stunde, das ist ja unglaublich. Da ist das Gebäude. Ich muss hinter dem Schild stehen. Anhängen brauche ich die nicht. Mal ein bisschen vorsichtig durchschieben. Bitte, die geht sofort hoch, die Temperatur. So, reicht. Oh, ich habe den gar nicht ganz stramm gezogen. Doch, habe ich wohl.
The Handbrake. Ach, das sind die. So. Jetzt muss ich mal gucken. Noch was? Entwerten. Okay, dann gucken wir mal. Jawohl, fertig. Und Geld haben wir gekriegt. Achttausend. Hat sich doch gelohnt. So, jetzt haben wir. Gucken, Uhrzeit. 20 vor 8. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Dann lege ich mich gleich hin und warte, bis er um ist und dann. Ja? Hat doch Anna alles durcheinander geschmissen hier. Den kann ich? Ah ja, den kann ich nicht. Kann ich nicht? Auch Long 1 haben? Achso, Long 1. Kriegen wir jetzt Long 1? Zuglänge 1. 10.000. Wie viel habe ich? 13.000. Nehmen wir. Gebühren nicht beglichen. Okay. 4.700. Nur 100 muss ich bezahlen. Okay, gut. Zinsen. Punkt 1 war das, ne? Länge. So. Also 900 Versicherung, Zeitbonus, minus 2, ja klasse. Bis zu 10 Wagen, achso, mit bis zu 10 Wagen anzunehmen. Beachtet, dass die maximale deiner Lokomotive. Entfernt den Rabatt für das Aufgleisen. Okay. Machen wir da oben. So, jetzt kann ich nämlich auch Long 1. Auch Long 1. 17.000. Okay. Ja, das ist dann aber viel Arbeit. So, jetzt würde ich sagen, das war's dann mit der Folge. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Oh. Ja. Ich muss es leider so machen. Bis dahin, gute Nächte. Ich lege mich jetzt aufs Ohr.